Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Heute geht es mal wieder um die Spoiler, denn es gibt wieder neue Spoiler zu der Folge 85, aber diesmal extrem interessante Spoiler. Die sind natürlich von Herms auf Twitter, deswegen schaut auf jeden Fall vorbei und lasst ihn ein Follow da für den neuesten Stuff auf Twitter. Und für die Leute, die wieder nichts wissen wollen, bitte jetzt abschalten. Aber ich kann es euch empfehlen, die Spoiler sind echt mega, mega nice. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass in letzter Zeit wirklich viele Spoiler kommen, aber es kommen halt momentan sehr viele Spoiler. Da muss ich halt Videos dazu machen und jetzt fangen wir am besten mal an. Dragon Ball Super Episode 85. Da haben wir schon mal drüber geredet, da ging es halt um Buu, aber es wurden noch andere Spoiler jetzt bekannt gegeben. Die Universen nehmen Fahrt auf jedermanns Gedanken. Bevor das Turnier beginnt, sprechen sich die Götter aus. Die Kaioshins von jedem Universum treffen sich vor dem Turnier der Kraft. Manche von ihnen schlagen vor, Zeno dazu zu bringen, sich das Ganze nochmal zu überlegen. Die Meinungen gehen auseinander und damit sind sie nicht in der Lage, einen Plan zu bilden. Währenddessen treffen sich auch alle Götter der Zerstörung, bis auf Beerus, um einen Plan auszuarbeiten, Gokus Zuhause Universum 7 anzugreifen. Goku erledigen, die Kaioshins und Götter der Zerstörung von jedem Universum versammeln sich. Ich werde gleich nochmal den zweiten Teil des Spoilers besprechen, aber erstmal möchte ich hier drauf eingehen. Also, die Kaioshins treffen sich, um das Ganze nochmal zu besprechen aus der Lage von ihnen, aus den Göttern der Schöpfung, sage ich mal, dass die halt nochmal Redebedarf haben und man merkt, dass sie halt auf kein Ergebnis kommen. Ich denke, dieses Gespräch wird gemacht, um zu zeigen, dass die Kaioshins, also dass die Meinungen der Kaioshins auseinandergehen und dass man merkt, dass sich zwei Fronten bilden, dass die einen das wollen und die anderen doch das andere wollen und das wird dann hier halt wahrscheinlich ausschlaggebend sein für dieses Gespräch. Aber der zweite Teil ist viel interessanter. Und zwar, die Götter der Zerstörung treffen sich alle im Geheimen quasi ohne Beerus. Das heißt also, dass Beerus nichts davon mitbekommt und sie machen einen Plan, um Goku anzugreifen, weil natürlich der im Vorturnier ordentlich für Kontroverse gesorgt hat. Das Ding hierbei ist, Champa ist auch dabei. Es wurde nur gesagt, dass Beerus nicht dabei ist. Und das heißt, wenn Champa dabei ist, ist halt die Frage, wo steht Champa momentan? Steht er wirklich für seinen Bruder Beerus ein oder ist er wirklich mit den Göttern der Zerstörung einer Meinung und möchte Son Goku und Co. angreifen? Das wird das Ausschlaggebende sein und ich denke, Champa wird auf Beerus Seite stehen, allein schon wegen der Erde, die er geschenkt bekommen hat. Das war schon ein wirklich brüderlicher Akt von Beerus, deswegen denke ich, dass Champa nicht Beerus verraten kann und deswegen denke ich, dass Champa wahrscheinlich ihn darauf hinweisen wird, was kommen wird. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wird das wirklich jetzt passieren? Werden die Götter der Zerstörung wirklich Universum 7 angreifen? Was hat das für Ausmaßen? Und wir haben das Opening von Dragon Ball Super und wir wissen durch das Opening ganz, ganz klar, dass es ein Turnier gibt, dass diese Arena wirklich genutzt wird und dass es dort Kämpfe geben wird. Es ist ein bisschen schade, dass wir durch das Opening ein bisschen gespoilert sind, dass wir halt jetzt wissen, dass wirklich dieses Turnier doch noch stattfinden wird, weil wir jetzt sagen können, dass dieser Plan der Götter der Zerstörung fehlschlagen wird. Deswegen heißt es wahrscheinlich folgendes, dass entweder Whis eingreift oder dass vielleicht der Daishinkan eingreift und vielleicht sehen wir durch diese Szenerie, dass die Götter der Zerstörung Son Goku angreifen wollen, dass der Daishinkan eingreift und sie dann aufhält und dann können wir eventuell die Stärke des Daishinkan ein bisschen, abwiegen. Das Ding ist, der Daishinkan wurde ja nicht erwähnt, deswegen ist das nur Spekulation meinerseits aus, aber man muss das Ganze ja irgendwie entschärfen, weil Goku kann jetzt nicht gegen alle Götter der Zerstörung kämpfen. Deswegen wird es sehr, sehr interessant sein, wie das Ganze ausleben wird. Das Ding ist, es wird ein Konflikt wahrscheinlich werden, ja, und wenn die wirklich angreifen und nicht vorher schon gestoppt werden, dann heißt es auch, dass sie halt gerettet werden, also Goku wird durch irgendwas gerettet, weil er kann, wie gesagt, nicht gegen alle Götter der Zerstörung kämpfen und das heißt, dass wahrscheinlich alle Z-Fighter mitbekommen, dass diese Götter da sind und das heißt, dass Goku dann allen mitteilen muss, warum sie gekommen sind und dann werden wahrscheinlich alle wissen, dass wenn man im Turnier der Kraft verliert, dass sein Universum ausgelöscht wird und das wird dann wahrscheinlich der Punkt sein, wo das alle erfahren werden und deswegen ist das verdammt interessant und genau diese Sache, die wir jetzt haben, macht das eigentliche Turnier der Kraft noch interessanter, weil wir genau diesen Faktor haben, dass Goku gegen alle ist, dass Universum 7 wirklich das Team ist, was von allen angegriffen wird und deswegen wird dieses Turnier der Kraft, dieses Battle Royale unglaublich gut werden. Wenn man das ungefähr so gut macht, sage ich mal, mit dem Plan der Götter der Zerstörung, man kann das natürlich auch ein bisschen verkacken, aber ich glaube momentan mit dem Verlauf von Dragon Ball Super, dass nicht dazu kommen wird und dass es wirklich sehr, sehr gut werden wird, was jetzt passieren wird. Damit kommen wir auch zum zweiten Teil der Spoiler. Gohan geht Piccolo rekrutieren. Gohan besucht seinen Martial Arts Meister Piccolo, um ihn zu fragen, ob er am Turnier der Kraft teilnehmen wird. Buu diese Woche mit Goku trainieren. Buu kann nicht auf das Hauptereignis warten. Sein Körper hat sich wirklich geformt oder verändert aufgrund seinem speziellen Training. Er kämpft gegen Goku, um seine aktuelle Stärke zu testen. Aber, also, Krillin und C18 werden in Folge 84 rekrutiert und dann in Folge 85 bekommen wir Piccolo und auch Buu und das heißt, es fehlen wirklich nur noch Tenshinhan und C17 und Tenshinhan wird wahrscheinlich auch in der Folge 86 mit C17 rekrutiert, denn wir wissen, in Folge 86 wird C17 sicherlich rekrutiert. Deswegen, wie gesagt, haben wir bald alle Teammitglieder dabei und ja, Gohan geht halt Piccolo fragen, das wird wahrscheinlich nichts Besonderes sein. Vielleicht gibt es dann ein Flashback zu dem Training von den beiden, was wir im Opening zum Beispiel gesehen haben, aber Buu ist wirklich diese Woche sehr, sehr interessant. Und zwar, ihr habt es bestimmt schon mitbekriegt, in der ganzen Community hat es wirklich sehr, sehr viele verschiedene lustige Thumbnails gegeben, dass Buu sich verändert hat. Jetzt ist halt die Frage, ob er sich wirklich verändern wird, ja oder nein, denn das Ding ist halt im Opening, wie gesagt, ist er halt dick und immer noch so dick, wie er vorher auch war. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er
er in diesem Kampf gegen Goku eventuell dick geworden ist, oder dünn geworden ist, eher gesagt, oder halt sich ein bisschen verändert hat und dass dann nach dem Kampf wieder, ja, rückwirkend sein wird, dass er nach dem Kampf wieder dick sein wird, dass irgendwas passiert, dass er wieder so aussehen wird wie vorher oder, wie ich schon mal erwähnt habe, dass Buu halt ein spezielles Training absolviert hat und dann halt, ja, selber sagt, ich habe jetzt abgenommen, obwohl er immer noch gleich aussieht. Deswegen, mal schauen, das wird eine sehr, sehr interessante News, wenn darauf freue ich mich unglaublich, wie das sein wird mit Buu. Hoffentlich können wir in der Preview zu der Folge 85 schon mal ein bisschen, ja, Sneak Peeks dazu, wie das sein wird, aber ich sag's immer wieder, diese Spoiler sind verdammt heiß. Die Götter der Zerstörung machen einen Plan, um Goku anzugreifen und Beerus weiß nichts davon. Es ist unglaublich. Ich bin so gespannt, wie das sein wird, ob die Götter der Zerstörung überhaupt nach Universum 7 kommen oder ob die vorher gestoppt werden oder ob sie vor Ort in Universum 7 gestoppt werden oder ob Goku wirklich die Challenge von denen akzeptiert und gerade angreifen möchte und dann vielleicht Whis oder der Daishinkan oder Zeno selbst dazwischen geht, denn Goku hat, glaube ich, noch den Knopf von Zeno, deswegen könnte er sich so auch rausmanövrieren, das sollte man auch nicht vergessen. Deswegen, sehr interessant, was passiert wird. Eure Gedanken bitte in die Kommentare. Was denkt ihr zu diesen brandheißen Spoilern? Ich freue mich unglaublich, dass das Turnier noch nicht mal begonnen und dieser Arc sieht einfach verdammt gut aus. Damit bin ich auch raus, wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr gehypt seid, würde ich mich über ein Like und ein Abo sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.